Hallo, heute sind wir in der Zuchtstation La Vera. Sind wir in einem Gewächshaus drin, in einem anderen Gewächshaus. Wir können auch hier arbeiten mit der Temperatur. Wenn es sehr kalt ist, können wir diesen Zwischendach zumachen. Und dann haben wir auch die Hitzelampen. In einige Voliere haben wir die Hitzelampen. So machen wir diese Lampen an am Nachmittag. Und so haben die Mikroklima drin in dem Gewächshaus auch besser. Wenn es Sommer ist, haben wir diesen Zwischendach offen und dann haben wir auch einige Fenster vom Dach, das wir auch offen machen können. Jeden Jahr müssen wir Verbesserungen machen in jede Voliere, nicht? Hier in den Lodis haben wir gesehen, dass wir immer besser die Voliere sauber machen können. Aber die Sache ist, dass manchmal die Lodis immer die Kaka nach hinten tun und war sehr kompliziert, dass wir die Voliere am Ende sauber machen können. So haben wir dieses neue System gemacht, wo die Voliere ein bisschen nach vorne kommt. Das ist kein Problem für die Vögel, sie sendet in dieselbe Voliere, in denselben Plan. Aber so können wir hinten besser, wie man da den Schläger sieht, können dann ein bisschen Wasser tun, alles sauber machen, nachher wieder ein bisschen Wasser tun und dann kommen die Vögel in einen viel sauberen Platz zurück. Das machen wir jeden Tag. So sicher werden wir Vögel, die keine Krankheit haben und werden wir Vögel, hohe Vögel wieder haben. Das ist immer irgendetwas, das man observieren, nicht? Dass man gucken muss und immer verschiedene Optionen haben, damit wir immer irgendetwas Verbesserungen in jeder Voliere. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.